Moin moin und herzlich willkommen zu einer ja interessanten Neuerung für einige von euch, denn es ist, wie ihr hier schon sehen könnt, eine neue Promods rausgekommen und nicht eine neue Version der normalen Promods, nein, eine komplett neue Erweiterung. Promods The Great Step ist rausgekommen und in The Great Step führt uns die Reise nach Kasachstan. Für diejenigen, die geografisch vielleicht nicht ganz so fit sind, einmal kurz zur Einordnung, was ist Kasachstan, beziehungsweise Kasachstan ist ein Land, aber wo liegt Kasachstan? Kasachstan liegt zwischen Russland und China in Asien, ist ein relativ großes Land tatsächlich, ein sehr vielfältiges Land und so weiter. Ich finde es ziemlich cool, ich werde euch natürlich gleich ein paar Einblicke zeigen, wir werden ein paar kleine Dinge uns anschauen aus diesem neuen Promods DLC, sage ich jetzt mal. Ich bin da vorher gar nicht so drauf aufmerksam geworden, erst vor ein paar Tagen, wo dann Bilder kamen, auch auf unserem Discord von Promods und so, dass ich das gesehen habe und war sehr überrascht und freue mich jetzt, dass wir dort uns das natürlich dann auch in irgendwelchen Streams mal anschauen. Wir werden da mal fahren und so weiter, aber ich habe, glaube ich, genug gelabert. Wir schauen uns das jetzt mal an, die neue Promods The Great Step in Kasachstan. Ich würde sagen, wir schauen uns natürlich als allererstes dann mal die Karte an der neuen Promods Map und es passt leider gar nicht alles auf einen Ausschnitt drauf, es ist ein bisschen zu groß, um erstmal überhaupt einen groben Überblick zu haben. Das ist die Grenze, das hier ist also Kasachstan. Ihr seht schon ein sehr, 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 sehr großes Land hier rum. Auf dieser Seite folgt dann Russland und ihr seht sogar, hier ist ein kleiner winziger Ort oder eine Stadt. Ich weiß es nicht, ich kenne diese Stadt nicht, aber der ist tatsächlich in Russland. Das heißt, wir kommen sogar nach Russland und hier führt eine Straße weiter, die hört hier auf. Dazu kommen wir gleich nochmal, was meine Vermutung eventuell wäre oder ist. Da könnt ihr gerne natürlich dann nochmal einen Kommentar zu schreiben. Erstmal schauen wir aber weiter, denn es geht dann noch hier weiter, runter, alles Kasachstan bis zur Grenze und auch hier gibt es noch eine Tankstelle, aber da hört die Map auf. Vielleicht geht es da irgendwann auch nochmal weiter. Aber hier kommt dann die Grenze zu Turkmenistan und zu Usbekistan. Kommt man auch durcheinander. Ich musste da auch schauen. Aber wir haben auf dieser Map, das seht ihr ja hier, hier oben so einen kleinen Bereich, wo ein paar Städte sind, dann so eine einzelne Straße runter. Dann hier Ballungszentrum, würde ich sagen. Vielleicht sogar die Hauptstadt. Ich weiß tatsächlich nicht genau, was die Hauptstadt von Kasachstan ist. Hier geht es Richtung Russland runter und dann hier eben noch weiter runter ans Kaspische Meer. Das ist hier dieses etwas dunkler gefärbte Gebiet. Insgesamt haben wir annähernd 30 Städte, etwas weniger, glaube ich, auf dieser neuen Map oder Dörfer. Ich muss mal schauen. Ich habe tatsächlich noch keinen Blick gewagt, aber ob das denn wirklich alles richtige Städte sind, wage ich fast zu bezweifeln. Wie dann hier so an diesen Straßen, das könnten durchaus auch nur kleine Ortschaften sein, wo einfach nochmal Firmen untergebracht sind. Das muss man eben schauen. Aber insgesamt ein relativ großer Teilbereich jetzt hier mit The Great Step, wenn wir das nämlich mal vergleichen. Ja, hier haben wir Georgien. Wenn wir das mal vergleichen mit Middle East, wo wir viele, viele Städte auf einen Punkt haben. Aber insgesamt von der Fläche her würde ich fast sagen, ist das sogar noch mehr Straßenlänge. Vielleicht nicht insgesamt von der Masse her, weil wir hier eben viele Straßen so hin und her haben. Gerade hier vorne, da haben wir ja wirklich mehrfach Straßen, die hoch und runter gehen. Aber insgesamt von oben nach unten haben wir schon eine ganz schöne Streckenlänge. Jetzt wird der eine oder andere sagen, da ist der Rest Europas, da ist Middle East und wie kommt man jetzt hier hin? Wasser gibt es ja, also das Kaspische Meer, aber das hat ja auch keine Verbindung zum Mittelmeer hier unten. Wie kommen wir denn jetzt dahin? Ja Leute, das ist eigentlich recht einfach zu erklären, denn ihr könnt über die Schnellreisefunktion einfach hier nach Ural reisen. Das ist perfekt, dass ich das als erste Startstadt nehme, Ural. Man hätte auch einfach was anderes nehmen können, aber okay, wir mögen alle Ural. Das ist eine wunderbare Stadt auf jeden Fall. Spaß beiseite. Nein, ihr könnt direkt hinreisen für 4.235 Euro. Das machen wir direkt mal. Boom. Und dann kommen wir eben direkt in diesem
DLC raus. Was ist der Nachteil davon jetzt? Natürlich, da wir keine Straßenverbindung, Fährverbindung oder sonstiges zum restlichen Promotsbereich haben, so wie wir das bei Middle East haben, wo wir mit der Fähre hinfahren können. Ist hier natürlich der Nachteil, wir können nicht aus diesem Zusatzgebiet herausfahren. Das ist der große Nachteil davon. Aber ich würde fast sagen, das ist dafür, dass wir eine komplett neue Map bekommen haben, wenn wir jetzt hier schon mal direkt einen Blick reinwerfen fürs Erste, und hier ist richtig viel Verkehr, so ein Überblick über die Stadt, über Ural, sieht das doch schon erstmal auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus. Wenn wir hier mal über die Straßen hinweggehen, rüber, hier haben wir sogar einen Übungsplatz oder irgendwas, richtig geil. Ja, hier mit diesen Häuserblöcken und so, sieht doch schon gar nicht so schlecht aus, und ich finde, da kann man auch drüber hinwegsehen, dass es eben keine Straßenverbindung gibt. Ich meine, sonst hätten sie ja, wenn wir nochmal auf der Map schauen, eine komplette Verbindungsebene schaffen müssen. Und wenn sie nur Straße machen, fährt es wahrscheinlich keiner, hätten sie auch wieder Städte einfügen müssen. Also, ihr wisst, was das Problem wäre. Es gibt aber eine Lösung dafür. Und zwar ist das die Rust-Map. Die funktioniert natürlich nicht in TwaKasMP, das Ganze sowieso noch nicht. Das wird mit irgendeinem Update demnächst wahrscheinlich reinkommen, dass wir hier eben auch im TwaKasMP fahren können, auf den neuen Gebieten. Aber die Rust-Map funktioniert nicht, weil das gibt's, da gibt es keine Kompatibilität für. Aber mit der Rust-Map gibt es eben eine Verbindung zwischen der normalen Pro-Mods und der Great Step Map. Da ladet er die runter. Vielleicht mache ich da irgendwann auch nochmal ein Video zu, wie das funktioniert und so. Habt ihr eine Verbindung und dann könnt ihr tatsächlich Aufträge aus allen Gebieten überall hinfahren. Das heißt, ihr könntet dann von Lissabon oder sogar von Island hier oben, was sich übrigens seit irgendwie gedreht hat, das liegt irgendwie ganz komisch hier, fällt mir gerade auf, könntet ihr jetzt hier oben aus der letzten Ecke runterfahren ans Kaspische Meer. Sehr, sehr geil. Vielleicht gucken wir uns das mal an oder ja, aber das wäre eben eine Möglichkeit. Des Weiteren eine mögliche Sache, das Masha DLC wird ja relativ groß. Wenn das hier ein Bereich, ich weiß nicht, wenn wir sagen, ich weiß tatsächlich nicht, wo genau es hingeht, aber wenn wir hier in diesem Bereich, was ich fast schätze, dass wir hier in diesem Bereich Russland haben irgendwie, ich kann es euch nicht genau sagen, dann hat man es halt auch nicht mehr weit, und dann wird das sicherlich erweitert, und dann hat man irgendwann bestimmt auf der Promos auch eine Straßenverbindung, mit der man da auf jeden Fall hinkommt. Alternativ hätte man vielleicht eine Flugroute oder sowas einführen können, dass man sagt, okay, eine Fähre fliegt von hier irgendwie von Istanbul, fliegt ein Flugzeug rüber, was als Fernlinie halt in-game anerkannt ist, wenn es mit Flugzeugen nicht geht, hätte man vielleicht machen können, wäre vielleicht ganz witzig gewesen. Dann hätte man eben da eine Verbindung auch gehabt mit Flugzeug oder so, hätte man ja irgendwie tarnen können. Aber okay, ich will nicht meckern darüber, weil es ist einfach schon großartig, so einen neuen Kartenbereich einfach im ETS über ProMods zu haben. Natürlich kommen wir auch ganz kurz zur Installation. Wie bekommt ihr denn ProMods The Great Step? Das Ganze funktioniert ähnlich oder gleich wie beim Middle East Add-on und wie bei den normalen ProMods eigentlich auch. Aber für diejenigen, die das vielleicht zum ersten Mal machen, die jetzt ProMods geholt haben und The Great Step auch holen, möchte ich euch das einmal ganz kurz anhand dieses Add-ons zeigen. Wenn ihr weitere Informationen oder Hilfestellungen braucht, ausführlichere, dann schaut mal in dem Video, was ich euch unten verlinke zur Installation der ProMods generell mal vorbei. Vielleicht kann ich euch damit weiterhelfen. Ansonsten natürlich auch gerne Kommentare unten rein, wenn ihr weitere Hilfe benötigt. Des Weiteren natürlich auch unser Discord steht da zur Verfügung. Gerne auch dort im Hilfebereich zu ETS Fragen zu ProMods stellen, wenn irgendwas vielleicht wirklich nicht funktionieren sollte, was man nicht so richtig lösen kann. Oder wo ihr nicht so richtig weiter wisst, dann schreibt uns da gerne. Wir versuchen da auf jeden Fall weiterzuhelfen. Kommen wir zurück. Wie funktioniert das Ganze? Ihr habt hier direkt, wenn ihr auf ProMods drauf seid, auf der Seite, auf der Startseite und angemeldet seid, dann habt ihr hier direkt ProMods The Great Step. Darüber könnt ihr gehen. Dann kommt ihr nämlich direkt in den Download-Bereich. Wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Ihr könnt das aber auch hier oben über die Liste machen, über Add-ons. Dann kommt ihr nämlich in die Gesamtübersicht, ist ein bisschen unübersichtlicher, aber für diejenigen, die eben über diesen Balken gehen, möchte ich es einmal zeigen. Das scrollt ihr ganz nach unten, dann habt ihr hier The Great Step Add-on Pack Version 1.46, das ist die für den ETS, also die ETS-Version, und hier die Version 1, denn
Es ist ja komplett neu, deswegen gibt es da noch keine weiteren Versionen. Hier stehen eigentlich die Informationen, was in der Version neu ist. Da es der erste Release ist, gibt es nichts Neues. Ihr klickt dann hier hinten drauf und kommt dann in das nächste Fenster. Hier geht es dann schon zur Installation. Erstelle deine Dev-Datei. Das ist in diesem Fall nicht nötig, denn die ist schon in dieser Datei mit inbegriffen. Das ist so bei diesen Add-on-Packs anders als bei der normalen Pro-Mods. Brauchen wir also nicht erstellen, gehen weiter zu Schritt 2. Hier dürft ihr jetzt auswählen. Nehmt ihr den Premium-Download, der kostet euch 50 Cent oder 49 Schweizer Franken, oder ihr nehmt den Standard-Download. Ist in diesem Fall quasi egal, es sei denn, ihr wollt die Entwickler unterstützen, dann nehmt ihr natürlich den Premium-Download, wenn ihr die 50 Cent überhaupt. Ansonsten könnt ihr auch den Standard-Download nehmen. Auch wenn der angeblich langsamer ist und nur zwei gleichzeitige Downloads zulässt, macht keinen Unterschied, denn es ist ja nur eine Datei. Dann seid ihr auf der nächsten Seite. Das ist eben der nächste Schritt. Da wollt ihr das Ganze natürlich runterladen. Klickt hier drauf. Das Ganze öffnet sich und lädt kurz. Ihr habt dann den Download. Da geht ihr natürlich auf Speichern unter. Das Ganze speichert ihr natürlich im Euro Truck Simulator 2 Mod Ordner. Ganz wichtig, unter Dokumente Euro Truck Simulator 2 Mod und nicht in irgendeinem Steam Ordner oder sonst irgendwo, sondern im Dokumente Ordner. Da könnt ihr das einfach erstmal reinspeichern. Ist der Download abgeschlossen, habt ihr hier in eurem Ordner, im Mod Ordner, die gepackte Version der ProMods TGS, also The Great Step Version 1.0.0, also 100. Das öffnet ihr. Ich benutze dafür WinRAR. Hier sind die beiden Dateien. Ihr könnt natürlich auch ein beliebiges anderes Programm zum Entpacken benutzen. Ich benutze WinRAR. Das sind die beiden Dateien. Die müsst ihr entpacken. Zack. Und zwar ganz, ganz wichtig, nicht so wie es jetzt hier steht, in den Unterordner ProMods. Nein, diese beiden Dateien müssen direkt im Mod-Ordner stehen. Direkt drin und dürfen nicht in irgendeinem Unterordner sein. Dann geht ihr auf OK. Das Ganze wird hier einmal ganz schnell entpackt. Das können wir wieder schließen. Und dann seht ihr hier, sind jetzt die beiden Versionen mit drin. Nicht wundern, bei mir sind die anderen Versionen von der ProMods auch noch mit drin. Ich habe die noch nicht gelöscht. Aber hier findet ihr jetzt die beiden als SCS-Datei. Das ist wichtig, das brauchen wir. Und jetzt können wir schon ins Spiel gehen und diese beiden Dateien und Mods sozusagen aktivieren. Dann befinden wir uns im Spiel, im Startpad. Dort gehen wir auf den Mod-Manager. Und im Mod Manager seht ihr jetzt hier an der Seite die ganzen ProMods Dateien, die ich sowieso schon drin habe. Unten erstmal die ganz normale ProMods, dann habe ich hier das Middle East. Und jetzt packen wir einfach die beiden Great Step Dateien mit da rein. Zuerst tue ich das Definitions und Map Paket rein, dann die Assets. Zack, zack, jetzt sind die beide hier, gehen auf Änderung bestätigen und können ins Spiel starten. Das war's dazu, dann ist das Ganze fertig. Natürlich müsst ihr dann einmal kontrollieren, ob das Ganze auch funktioniert. In-game, auf der Karte und ja, dann könnt ihr loslegen und auch auf The Great Step fahren. Bin jetzt hier so ein bisschen rumgefahren und es ist echt herrlich. Ich werde euch so ein bisschen was zeigen von der Strecke. Also nur wirklich kleine Ausschnitte. Wer mehr erfahren möchte, kann gerne im Stream vorbeischauen. Werden wir sicherlich demnächst mal reinschauen. In das Add-on hier. Sehr, sehr cool. Auf jeden Fall schöne Abschnitte dabei, muss man ganz ehrlich so sagen. Und man fühlt sich wirklich, ja, in einer anderen Zone, ne? In ja, weiß nicht, wie man das halt so erklärt. Ich habe es ja schon oft versucht auch zu erklären, als wir in Spanien waren, in Italien. Die Entwickler, nicht nur vom ETS, nicht nur von SCS, auch von ProMods, bekommen es einfach hin, dass man sich, ja, heimisch ist natürlich das falsche Wort, aber dass man sich halt
so fühlt, als wäre man wirklich in diesen Regionen. Und das ist halt immer wieder klasse, dass sie das hinbekommen. Durch Architektur der Gebäude und so weiter. Finde ich einfach nur klasse. Richtig, richtig stark. Shubakudo. So, jetzt fliegen wir hier und mit der Flycam und schaut euch mal dieses viele Nix an, sozusagen. Das ist doch cool. Euer durch Nebel, Felder, unbefestigte Straßen. Das ist doch typisch. Da erstmal Bahnwerk. Und dann fliegen wir und fliegen wir und fliegen wir. Und sowas finde ich halt ist auch wichtig. Hier kommen wir an so einem kleinen Hof vorbei und fliegen und fliegen und fliegen und fliegen. Und kommen nicht in irgendeiner Stadt an. Es geht wahrscheinlich hunderte Kilometer geradeaus hier. Bis zur nächsten, nee, Fabrik hier. Öl, Weizen, weiß ich nicht. Irgendwas Chemisches oder so, keine Ahnung. Ist aber immer noch keine richtige Stadt. Es geht einfach weiter. Und ich finde, sowas braucht ein Spiel auch, um eben die Dimensionen eines Landes, hier sind Ölfelder, die Dimensionen eines Landes rüberzubringen. Sowas wünsche ich mir zum Beispiel auch fürs Waschen. DLC, einfach, dass man sieht, wie groß diese Länder sind, dass man wirklich Kilometer weit fahren muss, ohne dass auch Ortschaften kommen und so weiter. Das macht es, finde ich, aus. Und ich glaube, das kann das DLC hier ganz gut rüberbringen. Dann haben wir hier noch mehr Gras, beziehungsweise noch mehr fast schon wüstenartige Gegenden. Ich denke, das ist dann auch eher so ein bisschen Öl und so, was hier abgebaut wird. Hier haben wir mittendrin einen Parkplatz. Und wieder kilometerweit einfach, wo wir fahren können, ohne großartig viel an Städten vorbeizukommen, sondern eher mal so an so Fabriken. Und hier wird die Straße größer. Hier nähern wir uns dem Kaspischen Meer. Lol, was sind das für Straßen hier? Dem Kaspischen Meer und einer Großstadt Aktau mit Hafen und allem drum und dran. Boah, Riesenkraftwerke hier. Ach, geil. Sieht schon ganz gut aus, würde ich sagen. Natürlich nutzen wir auch ein bisschen Außenperspektive und was ich auch cool finde, was jetzt nicht zwingend nur was mit, boah, wie viele LKWs hier ankommen, Roma zu tun hat, auch dass die Autos teilweise halt auch passend sind, nicht nur modernsten Superkarren, ja, wie in gewissen anderen Teilen wahrscheinlich, aber Alter, ich glaube, ich habe noch irgendwie einen Verkehrsmod drin, kann das sein? Das ist ja nicht normal, oder ist das hier so eine vielbefahrene Strecke zwischen Städten irgendwie? Aber guckt mal die Landschaft hier. Rechts und links. Okay, da baut sich jetzt alles auf, aber wir sehen da vorne den ganzen Verkehr auf der Straße. Leichtes Gebirge hier, kleine Seen rechts und links. Es ist herrlich. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal Kommentare da lasst. Wie findet ihr das neue Add-on für ProMods? The Great Step. Würde mich echt mal interessieren. Was haltet ihr davon? Oder vielleicht auch, findet ihr die Gegend cool? Findet ihr das gut, dass sie in diese Gegend gegangen sind, dass ein Modder sich da hingesetzt hat? Also, dass ein Modder sich hingesetzt hat und das gemacht hat, auf jeden Fall, ja. Aber würdet ihr euch vielleicht irgendwie andere Regionen nochmal wünschen, wo es ein extra Promo-Teil für gibt? Ja, also jetzt nicht Erweiterungen auf der normalen Karte, sagen wir jetzt nach Skandinavien oder sowas, sondern komplett neue Teilbereiche, mehr Afrika noch, mehr Richtung Russland rein, weiß ich nicht. Würde mich mal interessieren, ob es da was gibt. Es ploppt alles sehr spät auf. Da hinten sind schon wieder Ölförderanlagen, Ölpumpen und so weiter im Hintergrund. Und auch die Straßen und so sieht schon ziemlich schön aus. Hier ist einfach mal so ein, ach so, das ist wieder so eine komische Autobahn hier. Auch das ist natürlich typisch ProMod, da alles ausgestaltet, so mit Verkehrsführung und so, nicht nur stumpfe Kreuzungen und so, sondern wirklich richtig, richtig cool gemacht. Auch hier so, dass hier keine Straßenmarkierungen sind, sondern so ganz einfach gehaltene Straßen. Sehr, sehr cool. Ich weiß nicht so genau, was die Wirtschaft in Kasachstan macht. Ich glaube und würde das so einschätzen, dass da Bodenschätze, Öl und die Landwirtschaft sehr geprägt ist. Und das kommt, finde ich, hier so ein bisschen rüber, wenn es denn wirklich so ist.
Aber was ich jetzt bisher gesehen habe, könnte das durchaus so sein hier. Das könnten auch irgendwelche Weizensilos oder sowas sein. Oder was heißt Weizen, Getreide oder irgendwas anderes. Keine Ahnung, ob hier große Anbauflächen, hier vielleicht jetzt direkt nicht. Aber Kasachstan ist groß und hat auch klimatisch verschiedenste Bedingungen zu liefern und deswegen ist das, glaube ich, so ein Ding. Und ich bin gespannt, was sie für verschiedene Brachten hier dann haben, die hier dann so im Vordergrund stehen. Und jetzt sehen wir hier auch nochmal, muss ich nochmal einschieben, diese mega lange gerade durch, da vorne die ganzen LKWs auch und Autos, die da hochfahren, einfach nur. Sehr, sehr cool finde ich das. So, jetzt fahren wir hier mal. Guck mal, wir könnten sogar hier reinfahren. So, keine Ahnung, ob es jetzt zu irgendeiner Firma geht. Aber cool. Hier ist halt noch eine Baustelle. Oder so. Da habe ich viele von gesehen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie wird gefühlt hier überall gebaut an den Straßen. Vielleicht wollten sie einfach ihr Können eben Baustellen bauen zeigen. Und hier scheinen wir jetzt noch tatsächlich ins Ölzentrum zu kommen. Also auch das ist hier vertreten. Hier überall Raffinerien und so weiter. Auch das wieder wunderbar anzusehen, wenn man hier so drauf zufährt jetzt. Quasi schon hinein in diese Werke. Ach ja. Also ich glaube, da kann man schon ordentlich Spaß haben, auch auf diesem Add-on. Wie gesagt, wir werden uns das auf jeden Fall in einem Stream mal anschauen. Da werden wir auf jeden Fall mal. Oh, hier die Polizei. Einfach im. Was ist das? Lada? Oder sowas unterwegs. Typisch für diese Region hier, würde ich sagen. Hammer. Sehr, sehr cool. Also werden wir uns auf jeden Fall in einem Stream mal angucken oder in mehreren Streams. Da werden wir sicherlich auch mal Singleplayer-Touren machen. Mich würde es freuen, wenn ihr für dieses Video ein Like da lasst. Wie gesagt, gerne auch mal kommentieren oder sogar ein Abo da lassen, wenn ihr neu auf diesen Kanal gestoßen seid. Mit dieser Information zu The Great Step würde mich auf jeden Fall freuen, da was von euch zu hören. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis dann, euer Insoft. Bye bye.